Moin zusammen. Heute wollen wir uns mit Optimierungsproblemen in der Ökonomie beschäftigen, und zwar in einem relativ allgemeinen Zusammenhang, dass wir nämlich versuchen wollen, Gemeinsamkeiten in diesen Optimierungsproblemen herauszuarbeiten. Das Ganze wird natürlich nicht ganz einfach, und Papier und Bleistift sind sicherlich hilfreich, die nebenhin zu legen. Unterlagen wie die Präsentation und zugehörige Excel-Files findet man hier unten. Diejenigen, die schon Mikroökonomie oder andere Grundvorlesungen gehört haben, die kennen sicherlich die klassische Nutzenoptimierung unter Budgetrestriktion. Was macht man da? Das Budget ist vorgegeben, repräsentiert durch die Budgetgerade, und der Nutzen repräsentiert durch eine Indifferenzkurve. Versuche ich so weit wie möglich nach außen zu schieben, bekomme hier das Haushaltsoptimum. Wenn ich zum Unternehmenssektor übergehe, dann frage ich mich, meinen gegebenen Output, dass ich den möglichst mit kostenminimalem Einsatz produziere, und den gegebenen Output, den kann ich repräsentieren durch eine Isoquante, und die Kostengerade versuche ich dann eben so weit wie möglich nach innen zu schieben, um zum kostenminimalen Punkt zu kommen. Habe ich mehr als ein Produkt, dann kann ich die sogenannte Transformationskurve bestimmen, die mir alle Produktionsmöglichkeiten bei gegebenem Ressourceneinsatz angeben, und ich werde versuchen, mein Einkommen generiert aus dem Verkauf von X und Y zu optimieren. Das heißt, ich habe dann eine Einkommensgerade, die ich gegeben die Transformationskurve so weit wie möglich nach außen schiebe, und bekomme hier mein Einkommensoptimum. In der Wohlfahrtstheorie kann ich mich fragen, dass ich mein Verhalten so weit abändere, um meinen Nutzen zu optimieren, ohne eine andere Person einzuschränken. Das heißt, wenn wir hier oben die Person V nehmen, dann ist deren Indifferenzkurve, wenn ich ein Nutzenniveau vorgebe, gerade umgekehrt gekrümmt wie in der Nutzentheorie hier oben. Das heißt, ich kann mich überall in diesem Bereich hier bewegen, denn das ist alles die sogenannte Bessermenge für V, und ich versuche dann eben meinen eigenen Nutzen so weit wie möglich hier nach oben zu schieben. Naja, und in diesem schnellen Überblick haben wir schon gesehen, was alle diese Probleme gemeinsam haben. Ich habe eine gerade oder krumme Linie als Restriktion und versuche, eine gerade oder krumme Linie so weit wie möglich nach außen oder nach innen zu schieben, um etwas zu minimieren oder zu optimieren. Wollen wir uns das Ganze mal etwas genauer angucken und starten mit der klassischen Nutzenoptimierung unter Budgetrestriktion. Das heißt, wir repräsentieren unseren Nutzen durch eine Indifferenzkurve, und diese Indifferenzkurven, die sind gängigerweise konvex zum Ursprung. Und ich habe hier eine gängige Nutzenfunktion, Bob Douglas, mal mitgebracht, und da können wir uns auch direkt angucken, den funktionalen Zusammenhang. Geben wir unser Nutzenniveau als U quer vor, dann bekommen wir Y ist gleich U quer geteilt durch X, und das ist nichts anderes als eine Hyperbel, die genauso aussieht, wie ich sie gerade gezeichnet habe. Diese Indifferenzkurve wollen wir jetzt so weit wie möglich nach außen schieben. Leider habe ich eine Budgetrestriktion. Ich habe zum Beispiel nur 1000 Euro, die ich für X und Y ausgeben kann. Und X und Y haben nun mal häufig leider auch einen Preis, hier mit P und Q. Das Ganze kann ich umstellen zur Budgetgeraden der Funktionalgleichung und bekomme dann M geteilt durch Q minus P durch Q mal X. Und das Ganze würde dann ungefähr so aussehen, mit M durch P und M durch Q den Realeinkommen jeweils. Nun, jetzt will ich diese Indifferenzkurve so weit wie möglich nach außen schieben, bekomme dann hier meinen Optimalpunkt. Was gilt in diesem Optimalpunkt offensichtlich? Naja, die Steigung der Indifferenzkurve ist gleich die Steigung der Budgetgeraden. Steigung der Budgetgeraden kann ich direkt ablesen. Das ist P durch Q. Steigung der Indifferenzkurve ist nichts anderes als die Ableitung dieser Funktion. Das heißt, ich bekomme hier dy durch dx, und dann muss ich den Betrag nehmen, wenn ich hier auch das Minuszeichen weglasse. Naja, und das Ganze, das nennen wir die sogenannte Grenzrate
der Substitution. Bestimmen wir also dy nach dx und leiten das Ganze ab, bekommen wir u quer geteilt durch x Quadrat. U quer ist aber x mal y, also bekommen wir y durch x und damit y durch x ist p durch q und das bedeutet nichts anderes, als dass die Ausgaben für y, p mal y gleich den Ausgaben p mal x für x gleich den Ausgaben für y, q mal y sind. Das finden wir natürlich in unserer Budgetrestriktion, können das dort einsetzen und bekommen dann m ist gleich 2 mal px zum Beispiel und die optimale Konsummenge für x als 1/2 m geteilt durch p. Da das Ganze symmetrisch ist, kriegen wir für y 1/2 m durch q. Und das wäre dann unser Haushaltsoptimum. Naja, das Problem kann ich tatsächlich auch umdrehen, indem ich nämlich sage, das duale Problem wäre gegeben als minimiere die Ausgaben m gegeben, mein Nutzenniveau soll sich nicht ändern. Dann würde ich tatsächlich versuchen, diese Budgetgrade so weit wie möglich nach innen zu schieben, kommen wir gleich bei den Kosten. Aber hier machen wir eben Max U gegeben mein Budget M gleich Px plus Q mal Y. Kommen wir zur Kostenminimierung, das heißt die Unternehmenstheorie. Dort sagen wir, gegeben ein gewisser Output. Hier unser Output gegeben über eine Produktionsfunktion. Wiederum Cobb-Douglas. Und wenn wir diesen Output festhalten, dann können wir das ebenfalls hier nach k umstellen und bekommen dann k ist gleich y Quadrat geteilt durch l. Auch das ist nichts anderes als eine Hyperbel und sieht damit folgendermaßen aus, genauso wie eine Indifferenzkurve. Und jetzt wollen wir eben unsere Kosten, Lohn mal Arbeit plus Zins mal Kapital, minimieren. Das Ganze können wir ebenfalls nach k umstellen und bekommen c geteilt durch r minus w durch r mal l. Das heißt, solch eine Kostenkurve sieht beispielsweise so aus mit C durch R und C durch W, den realen Kosten als Achsenschnittpunkte. Und das Ganze wollen wir jetzt eben so weit wie möglich nach innen schieben und kommen dann beispielsweise zu dieser optimalen kostenminimalen Faktoreinsatzmengenkombination. Das heißt, min C unter der Restriktion, dass unser y gleich ein y quer ist. Naja, und auch hier gilt wieder, die beiden Steigungen müssen gleich sein. Die Steigung der Isoquante gleich die Steigung der Kostengeraden. Die Steigung der Kostengeraden ist wieder w durch r. Die Steigung der Isoquante ist wieder die Ableitung meiner Isoquantenfunktion und bekomme damit dann also Betrag von dk nach dl und das Ganze nennen wir die Grenzrate der technischen Substitution gleich Faktorpreis-Verhältnis. Ja, bestimmen wir das Ganze jetzt wieder, dann bekommen wir dk nach dl ist gleich minus y Quadrat geteilt durch L Quadrat. Und das Ganze setzen wir jetzt gleich. Also y Quadrat geteilt durch L Quadrat ist gleich W geteilt durch R. Und damit bekommen wir abhängig von meinem Produktionsniveau direkt den optimalen Einsatz meiner Arbeit als L
ist gleich Wurzel aus R durch W mal Y. Auch das ganze Problem ist wieder vollkommen symmetrisch, also bekomme ich optimalen Kapitaleinsatz gleich W durch R die Wurzel ebenfalls mal Y. Und wenn ich das zusammennehme, nämlich in meine Kosten einsetze, bekomme ich die minimalen Kosten als 2y mal Wurzel aus w mal r. Und auch dieses Problem kann ich genauso wie in der Nutzentheorie umdrehen. Und diese dualen Probleme, die können Sie ja vielleicht einfach mal zu Hause probieren auszurechnen. Da kommt mehr oder weniger das Gleiche heraus. Das heißt, hier wäre mein duales Problem. Jetzt gebe ich meine Kosten vor. Und gegeben diese Ausgaben möchte ich jetzt meinen Output maximieren. Also Max U unter der Nebenbedingung. Die Kosten sind beispielsweise mit 10.000 Euro vorgegeben. Wir sehen, diese dualen Probleme. Mit den dualen Problemen ist diese Kostentheorie und die Nutzenoptimierungstheorie quasi komplett identisch. Wenn man dann noch mit einbezieht, dass wir mehr oder weniger in beiden Theorien die gleichen Funktionen verwenden, nur unterschiedliche Buchstaben, PQ, WR, YX, KL und so weiter, dann sieht man, dass man eigentlich für diese Probleme nur eine einzige Sache lernen muss. Gehen wir weiter. Produktion. Jetzt haben wir zwei Produkte, nämlich Y und X. Und wir fragen uns jetzt, gegeben die Mengen von K und L, die explizite Produktionsfunktion geben wir nicht mehr an. Aber wenn wir die kennen würden, könnten wir ausrechnen, wie viel von X und Y, welche Gütermengenkombination könnten wir denn bei gegebenem Ressourceneinsatz tatsächlich produzieren? Das ist noch nicht, was ist optimal zu produzieren, sondern was könnte ich produzieren? Und das ist gegeben durch die sogenannte Transformationskurve. Und die habe ich mal hier klassischerweise gegeben durch solch eine Kreisgleichung, y ist gleich Wurzel aus 1 minus x². Das folgt übrigens direkt, wenn ich beispielsweise eine Cobb-Douglas-Produktionsfunktion unterstellen würde, jeweils für die beiden Güter. Naja, das ist, wie gesagt, eine Kreisgleichung. Und wenn ich solch eine Kreisgleichung nehme, dann heißt das, dass meine Transformationskurve eben so aussieht. Das heißt, alle Punkte, die hier drauf liegen, die kann ich prinzipiell von X und Y produzieren. Was werde ich jetzt machen? Jetzt will ich mein Einkommen generiert aus dem Verkauf von X und Y multipliziert mit den Preisen ergibt gerade mein Einkommen. Also will ich jetzt machen Max E unter der Restriktion meiner Transformationskurve. Dieses E kann ich wieder umstellen, dass ich mein Y habe. Y ist gleich E geteilt durch Q minus B durch Q mal X. Und da sehen wir, das ist nichts anderes als das, was wir unter der Nutzentheorie schon kennen. Nur ist jetzt eben gerade dieser Einkommens- bzw. Budgetgerade unsere Zielfunktion. Und jetzt wollen wir eben diese so weit wie möglich nach außen schieben. Wieder unser Realeinkommen, jeweils als Achsenabschnitte, schieben das so weit wie möglich nach außen, bekommen hier unseren einkommensoptimalen Punkt. Und naja, da gilt wiederum, die Steigung beider Kurven muss gleich groß sein. Das heißt, die Steigung der Transformationskurve ist die Steigung der Einkommensgerade. Die Steigung der Einkommensgerade ist wieder P geteilt durch Q. Und hier kriegen wir wieder den Betrag von dy nach dx. Und das Ganze nennen wir die Grenzrate der Transformation. Und die beiden müssen wieder gleich sein.
Was müssen wir also tun? Wir müssen nichts anderes tun, als das Ding hier ableiten. Das müssen wir nach Kettenregel machen. Dy nach dx ist also x geteilt durch die Wurzel mit einem Minuszeichen davor, 1 minus x². Das Ganze ist also p geteilt durch q. Naja, hier habe ich jetzt also nur noch p und q. Die setze ich als bekannt voraus, kann das Ganze also nach x auflösen und kriege dann meinen optimalen Output, der einkommensmaximierend ist, von x, gegeben meine Ressourcen. Wie mache ich das Ganze? Naja, ich kriege dann hier q mal x ist gleich p mal 1 minus x Quadrat und das Ganze in der Wurzel. Dann quadrieren wir das Ganze und kriegen q Quadrat. X Quadrat ist gleich p Quadrat minus p Quadrat x Quadrat. Und wenn wir das zusammennehmen, kriegen wir x Stern ist p geteilt durch die Wurzel aus p Quadrat plus q Quadrat. Und wiederum, das Ganze ist vollkommen symmetrisch und wir bekommen dann y Stern ist q durch die Wurzel aus p Quadrat plus q Quadrat und unser optimales Einkommen, als wenn wir das Ganze hier oben nachher einsetzen, die Wurzel aus p Quadrat plus q Quadrat. Wenn man sich übrigens diesen Bereich hier nochmal anschaut, dann könnten wir das auch umschreiben als p mal Klammer auf p hoch rho plus q hoch rho hoch minus 1 durch rho mit rho ist gleich 2. Und das Ganze ist eine sogenannte Zess-Funktion, die wir sehr, sehr häufig in der Ökonomie verwenden. Auch mit der sollte man prinzipiell umgehen können, denn das ist mehr oder weniger das Arbeitstier, wenn man mal tatsächlich eine quantitative ökonometrische Analyse machen möchte. Na, kommen wir dann noch zum letzten Beispiel, nämlich aus der Wohlfahrtstheorie. Und dort kennen Sie vielleicht schon den Begriff der Pareto-Effizienz. Pareto-Effizient ist dann eine Allokation, wenn ich eben durch Umverteilung es nicht mehr schaffen kann, jemanden besser zu stellen, ohne jemand anders gleichzeitig schlechter zu stellen. Und das bedeutet, wir betrachten jetzt zwei Individuen, U und V. Die sollen wieder recht einfache Nutzenfunktionen haben, jeweils vom Typ Cobb-Douglas. Und unsere Ökonomie, wie leider auf unserer Welt so häufig, soll ressourcenbeschränkt sein. Das heißt, beide zusammen können von beiden Gütern jeweils nur komplett eine Menge von 1 nachher konsumieren. Was bedeutet das jetzt für uns in unserem Optimierungsprozess? Naja, das heißt, hier dieser Abstand, das ist jeweils unsere 1. Und wenn wir klassischerweise einfach nur uns hier unten als U angucken aus der Nutzentheorie, was wir schon gehabt haben, dann wäre so etwas eine Indifferenzkurve, die wir so weit wie möglich nach oben schieben wollen. Für V ist die Situation gerade umgekehrt. Alles, was ich als U konsumiere, kann V nicht mehr konsumieren. Das heißt, ich nehme hier den Ursprung für V und dessen Indifferenzkurve würde beispielsweise gegeben ein gewisses Nutzenniveau hier liegen. Also Indifferenzkurve V und Indifferenzkurve U. Was ich jetzt nachher machen möchte, ist nichts anderes als diese Kurve möglichst weit nach außen zu schieben. Naja, und was passiert dann wieder? Ich bekomme wieder einen Optimalpunkt, in dem sich die beiden Kurven nur noch berühren, das heißt, die Steigungen beider Kurven müssen gerade gleich groß sein.
Also Steigung in Differenzkurve. U ist gleich Steigung in Differenzkurve V. Und das nennen wir wieder die Grenzrate der Substitution. Von U muss gleich der Grenzrate der Substitution von V sein. Ja, wie sehen jetzt tatsächlich diese Indifferenzkurven wirklich aus? Na, da können wir wieder hier reingehen und das Ganze umstellen nach yu ist gleich u quer geteilt durch xu. Oder hier, kleine Abweichung habe ich genommen, dass wir machen yv ist gleich v quer geteilt durch xv ins Quadrat. Die Grenzrate der Substitution von u kriegen wir wieder als dxu, dyu nach dxu. Und das Ganze ist dann nichts anderes als unser y geteilt durch x mit dem Index u. Und hier kriegen wir als Grenzrate der Substitution 2 mal, die 2 kommt eben von diesem Exponenten hier oben, yv geteilt durch xv. Jetzt gilt aber, xu plus xv ist gleich 1, genauso wie yu plus yv ist ebenfalls 1. Das heißt, das Ganze ist dann, wenn wir das ersetzen, mit nur noch x und y, als y durch x gleich 2 mal 1 durch y durch 1 minus x. Und wenn wir das Ganze auflösen nach y, dann bekommen wir y minus xy ist gleich 2 mal x minus xy. Und dann wird das Ganze y ist gleich 2x durch 1 plus x. Und alle diese Punkte, die entsprechen nun dieser Bedingung, denn ich kann das Ganze natürlich nicht nur für den Punkt machen, ich kann ja auch ein anderes Nutzenniveau vorgeben und dann hätte ich hier meinen Optimalpunkt. Und die Verbindungslinie des Ganzen, das nennt man die sogenannte Kontraktkurve. Auf der liegen alle Pareto-effizienten Punkte. Aber prinzipiell, auch wenn das jetzt hier ein etwas komplizierteres Beispiel ist, mache ich nichts anderes, als hier eine Restriktion zu haben und meine individuelle Indifferenzkurve so weit wie möglich nach außen zu schieben. Und zum Schluss habe ich Ihnen noch einen kleinen Überblick mitgebracht, wo ich auch mal ein paar explizite Zahlenbeispiele gemacht habe. Wie gesagt, das Excel-File dazu können Sie sich mal runterladen, versuchen auch mal diese Grafiken vielleicht selber zu erstellen, denn zur Kompetenzerlangung gehört natürlich auch tatsächlich mit Datenbankprogrammen wirklich umgehen zu können. Was sieht man hier nochmal insgesamt? Ich habe also bei der Nutzenoptimierung hier meine Restriktion und Indifferenzkurve ist meine Zielfunktion. Bei der Kostenminimierung habe ich hier meine Restriktion und die Kostengerade als meine Zielfunktion. Bei der Produktionstheorie habe ich mit der Transformationskurve meine Restriktion und mit der Einkommensgerade meine Zielfunktion. Und bei der Wohlfahrt bei Pareto-effizienten Allokationen habe ich die eine Indifferenzkurve als Restriktion von meinem einen Individuum und ich versuche die Indifferenzkurve des anderen Individuums als Zielfunktion so weit wie möglich nach außen zu schieben. Was bekomme ich noch als Optimalpunkt, als Bedingung in den Optimalpunkten? Bekomme ich immer die beiden Steigungen dieser funktionalen Zusammenhänge müssen gleich groß sein. Das heißt, bei der Nutzentheorie Grenzrate der Substitution ist Güterpreisverhältnis
bei der Kostenminimierung Grenzrate der technischen Substitution ist Faktorpreisverhältnis. Bei der Produktionstheorie Grenzrate der Transformation ist wieder das Güterpreisverhältnis und in der Wohlfahrtstheorie für Pareto-Effizienz Grenzrate der Substitutionen meiner beiden Individuen müssen gerade gleich groß sein. Wie gesagt, beschäftigen Sie sich auch mal damit und Sie können gerne mal dann versuchen, diese funktionalen Zusammenhänge zugrunde zu legen mit den expliziten Preisen und dann kommt man tatsächlich zu diesen Grafiken, wenn man das Ganze nachher optimiert. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.